So, da. Gut. Bringen wir ihm die Bücher. Dem Orkdeppen. Bitte sehr. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie er mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Hier sind die verschwundenen Bücher. Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Wo ist dann? Danke. Bitteschön. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Ja. Die Nacht der Tränen, was? Sage, sie soll ein paar Mozartkugeln rausrücken. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Mit meinen heißen Tränen. Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Toll. Und hier, die habt ihr euch redlich verdient. Der letzte König, okay. Tochter des Nieben, ey, der gibt mir lauter Schrottbücher. Oh Gott. Also gut. Oh. Ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung die... Ja, bist du auch entsetzt, Lydia, gell? Dass ich nur solchen Schrott bekommen habe. Schauen wir mal, was das sein soll. Lesen. Ah, es ist gar nicht so viel Schrott. Phylogenese. Boah, das ist mir zu hoch. Das kann ich ja nicht mal aussprechen. Zerstörung. Wow. Da bin ich ja sogar aufgelevelt. Durch seine alten Schmöker. Verlorene Legenden. Versiegelungssammlung. Eichenhaut. Was ist das schnell? Was soll das denn? Verzeichnis der Waffenverzauberungen. Haben wir auch noch gelernt. Eichenhaut kennen wir schon. Flammen, Heilung, leichter Schutz. Können wir Zombie erwecken, konnten wir noch nicht. Einen schwachen Toten. Pfui. Unsichtbarkeit. Eisgästin und Chaos, ja. Mensch. Lassen. Nicht schlecht. Sie bleibt zum Makel. Moment. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht. Ich verkaufe dir gleich die ganzen Schinken wieder. Ich bin ein schneller Leser, verstehst du? Ihr könnt sie durchsehen. Viel Geld hast du aber nicht. Naja, die Bücher sind eh nichts wert. Die schwarzen Künste. Tochter des Nieben. Das haben wir noch nicht. Waffenverzauberungen. Eichelhaut. Flammen, Heilung, leichter Schutz und Zombie erwecken. Sehr gut, sehr gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt habe ich vergessen. Ja, mein Tolftier. Tolftier, Gandalf, wie auch immer. Wie er sich nennt. Komm da gerannt. Halle der Elemente. Da soll der Tolftier sein. Ah ja, der ist immer in der Halle der Elemente. Bei seiner Lieblingslustkugel aus Japan. Schau mal, wie sich die dreht. Sehr anregend, gell, Tolftier? Sagst du? Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Boah, der schmeichelt mir aber. Urak meinte, ich solle zu euch gehen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ja, ich habe das Buch Die Nacht der Tränen gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Das Meer kann sich auch streiten. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Mehr schafft man das nicht mit Ä, Umlaut A. Habe ich noch nie Nein, gesehen. Das ist eine Mehr, das Wenn ist ich noch einen Moment Fabel. Damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Ja, lass mich einweisen. Ganz anders als
Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Was habt ihr zu verkaufen? Könnt ihr mir mehr über Schutzzauber sagen? Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen haben. Na, wirklich? Nicht lange. Aber ihr könnt nicht anfangen, einen Zauber zu wirken, wenn ein Feuerball schon auf euch zukommt. Und wenn ein Schutzzauber nicht durch einen Gegenzauber außer Kraft gesetzt wird, lädt er sich nach kurzer Zeit wieder auf. Aber kurzer Zeit ist relativ. Schutzzauber zu wirken erfordert permanente Aufmerksamkeit. Und ihr könnt dabei leicht eure gesamten Magika-Reserven verbrauchen. Eben, drum hasse ich Schutzzauber. Nicht wahr? Eileiden. Daedra. Nicht was? Einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich was? Eileiden? In deinem Alter? Na, da hat man manchmal Eileiden. Aber könnt ihr das spüren? Was soll ich jetzt machen? Objekt. Er strahlt förmlich Magika aus. Und doch ist der Depp kommt schon wieder. Alles, was ich je zuvor gespürt habe. Mann. Du hast noch nicht viel gespürt. Komm, Lydia, zeig ihm, was man spüren soll. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Kollege, ich Kollege. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten. Ja, das ist ernst. Ja, siehst du das nicht? Ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber das um ist nicht an Kano, das ist ernst. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Ja. Was für eine Unverschämtheit. Unerhört. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ja, wenn wir unter uns sind. Gehen wir. Ich verstehe nicht, was los ist. Dann lasst mich die Situation erläutern. Bitte, läutere mich. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sidjik-Ordens zu sein. Ja, wer behauptet aber das? Was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, pfeift warum das ein kleiner Spatz von den Dächern? Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Seid ihr nicht nur ein Berater hier? Weshalb seid ihr deshalb so besorgt? Ich werde die Fragen stellen. Ihr müsst nur wissen, dass der Sidjik-Orden eine abtrünnige Organisation ist, die sich selbst über dem Gesetz wähnt. Sie sind die Guten. Sie lagen bereits in Konflikt mit dem Altmeri-Bund und ich möchte nicht, dass das hier ebenfalls geschieht. So einer ist das also. Wo gehen wir eigentlich hin? Mir gefällt's hier so gut in der Halle der Elemente. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademie... Mönch Meier. Sprich mit Quaranir. Wer sind das wieder? Also geh schon. Du kleiner Rabauke. Jetzt geht's zum Quaranir. Okay. Sehen, was der weiß. Was weiß der Quaranir? Oh. Nettes Ambiente. Ah, da bitte ist er. Macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Ah, die sind schon wieder gefroren. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Hatten wir nicht eh schon das Vergnügen? Was ist los? Was ist mit allen passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu sein. Wäre das nicht einfacher gegangen? Aber das kann ich leider nicht lang. Wir müssen uns kurz fassen. Ganz in meinem Interesse. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Wieso? Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen. Das Hühnerauge von Magnus. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich bedrohlich gekommen, um euch zu sagen, vor allem bei diesen Ausmaßen geschafft werden muss. Wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Wieso? Ihr müsst verstehen, dass der Sidjik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Oh. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat.
besonders bei Ancano, eurem das Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Das sind's ja. Ich bin gerade in der Matrix. Was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Ich bin in der sechsten Dimension. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Oh, da hinten wenn sind es Blasenpilze. Wird es missbraucht werden. Nein, das sind keine Blasenpilze. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Ich höre euch gar nicht zu. Was erwartet ihr von mir? Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Teufel aber auch. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier Spiele in ohne Grenzen. Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Krieg ohne Tränen. Wer ist der Augur von Dunlein? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt Dunlein. Ist er... etwas anderes. Ein kleines Dunlein. Er ist andersrum? Shit. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wo finde ich diesen Auguren? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber Auguren. Dieses Gespräch strengt mich sehr an. Ja. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Natürlich. Tut mir leid. Wolltet ihr etwas sagen? Was soll das bedeuten? Schön bunt hier. Was ist da los? Jetzt sind sie wieder alle aufgewacht. Tut nicht so geheimnisvoll. Ihr wolltet ein bestimmtes Mitglied der Akademie. Ancano ist sauer, weil er nicht in die Dinge eingeweiht wird. Was wollt ihr? Es hat Sumpfpilzschoten, wusste ich doch. Ich sollte Amiras Fäulnis. Ich werde einfach gehen. Blasenpilz, Dunder, Schneebären. Ihr geht nirgendwo hin, bevor Yasabai, Nordranken. Da geht's ab in den Botanischen Garten. Ich bitte um seid ihr fertig mit Streiten? Weise gekränkt haben sollte. Gut, nicht streiten, habt euch lieber lieb. Was, wie? Jetzt gehen sie alle und lassen mich da stehen. Und die Lydia. Die ist sowieso Luft für alle. Eine Frechheit. Mein eigener persönlicher Gartenzwerg. Was ist jetzt? Redest du noch? Finde den Auguren. Wieso ich? Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Oh, cool. Habt ihr jemals von dem Auguren von Dunlein gehört? Hat Holf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Na ja, gut. Schauen wir mal. Was geht's zum Auguren? Hier rechts abbiegen. So, zuerst neue Stufen erklimmen. Klar, machen wir Magiker. Magiker vor allem. Über alles. Nur die Frage ist, was, wie geht's weiter? Schmieden, Schweren, Rüstungen. Der Einhändige. Unter den Zweihändigen ist der Einhändige König. Nein, falsch. Unter den Einhändigen ist der Zweihändige König. Ich glaube, da gab's noch was zu tun. Ein Runenmeister? Nö. Adepten. 75. Heilige Scheiße. Ob ich jemals so viel haben werde? Ich glaube nicht. Frost. Feuerzauber. 60. Immer Frost. Ich brauche Frost, weil bei manchen wirkt
Feuer nicht und Blitz nicht. Manche sind gegen Blitz immun und so weiter nicht. So, das heißt, wir müssen zum Auguren von Dunlein. Der wäre... Finde den Auguren. Ja, wo ist denn der Augur? Da drin? Ist er da drin? Ich glaube, mit Tolftier muss ich sprechen. Ja, Tolftier. Tolftier weiß Bescheid. Es ist immer alles, was ich nicht weiß, weiß Tolftier. Die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Dankeschön. Habt ihr jemals von dem Auguren gehört? Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte. Ist er doch schon 100? Jahre her, seit ich das letzte Mal mit Zeit ist relativ für uns. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube. In der Müllgrube? Heilige Scheiße. Würdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Ich muss in die Müllgrube. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also dann nehmen wir nicht die Kutsche hin, sondern die Müllabfuhr. Was habt ihr zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Was kann ich in dem Ver... das verkaufe ich noch nicht. Grube der Beschleunigung. Oh, nach Hause beschleunigen. Wiederherstellungskosten, lassen Sie mal 50% Zerstörungszauber. Dann verkaufe ich diesen Scheiß hier. Diesen Scheiß. Diesen Scheiß und diesen Scheiß. Diesen Scheiß. So, ist ausgeraubt. Ah, Moment. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie Eichelhaut. Ach so, und er hat ja nichts Gescheites. Schriftrollen. Seelenstein hätte ein paar Scheiß drauf. Die kann ich dir klauen auch, oder? Hey. Bin hängen geblieben. Was sagt er? Ich müsse lernen. Dazu soll ich, er soll in der Müllgrube unter der Akademie sein. Hä? Die laden alle den ganzen Müll unter die Akademie? Also wer macht denn sowas? Ihr Ferkel. Hey Mirabelle, gib mir eine Mozartkugel. Ich mag ihr nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Okay. Bin ich schon wieder weg? Ah, da ist die Müllgrube.